hat ja auch schöne Ecken. Ja, willkommen zurück zu Schöne Ecken. Heute als Dreiecksbeziehung zwischen drei Podcastern. Eine Dreiecksbeziehung. Die nicht nackt sind, wohlgemerkt. Wer hat genau denn welche Rolle? Das wird sich herausstellen in dieser Folge. Ich bin die Mama und genau. Wir haben das Kind zu Gast. Ich bin eher so der Lustige so, und er ist eher so der nachdenkliche Typ. Ich bin so der Großvater, der dafür sorgt, dass die Familie läuft. Du machst die Fakten. Der Pate, genau. Der Pate. Vielleicht stellen wir uns kurz vor. Der Gast zuerst. Ja, Jochen Kowalski, genau. Radio Bastard, wohnhaft hier im Ruhrgebiet auch und deswegen sehr erfreut, dass ich mal wieder hier sein darf. Genau, ältere Hörer kennen dich schon aus Folge Nummer, weiß ich nicht mehr, vor glaube ich 2 Jahren. Ihr kommt bei der älteren Zielgruppe sehr gut an. Ja. Und du bist? Bist du ich eigentlich? Bin der Sven, ich darf hier immer noch Dauergast sein, ja. Weil ich bin immer noch nicht im Twitter. Das ist echt ein schöner Name, Sven. Finde ich richtig schön. Ja. Ich wollte das nochmal so ganz wertefrei sagen. Ich bin immer noch nicht im Twitter-Beschreibungs-Bio-Ding drin, wie ich gerade eben von unserem Gast erfahren habe. Insofern, Cornelis, wenn du das gerade schneidest, mach mal. Ja. Nein, ich komme auch eigentlich aus dem Ruhrgebiet, also aus dem südlichen Teil, wenn man das noch als Ruhrgebiet bezeichnen kann. Langenfeld habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und eigentlich du? Nicht mehr, nein. Nee, eigentlich nicht mehr. Ach so. Okay, also ich bin ja, danke, danke. Sehr okay, gerne. Sehr man kann es auch mieten. Ich wollte meinen Namen auch vorher sagen, aber Problem. Ich bin von dir. Genau, du wolltest auch noch was sagen, aber ich habe dich ja gerade schon als solches bezeichnet, insofern. Genau, und bevor es jetzt hier zu laut wird, gehen wir mal raus. Wo sind wir eigentlich? Wir sind gerade in der Kokswäscherei. Das hat nichts mit Drogen zu tun. Sondern das ist die Kokswäscherei in der Zeche Zollverein, die ja, was nochmal genau ist, ein Weltkulturerbe, richtig. Genau. Das auch, was hier auch an jeder Stelle einem entgegengeworfen wird. Insofern kann man das eigentlich gar nicht vergessen. Wir fahren auch, glaube ich, die längste Rolltreppe eines... Der Welt. Längste Rolltreppe der Welt. Eine Weltkulturerbe. In einer Zeche, in Essen, in der Zeche Zollverein herunter. Das ist die längste wunderschön. Rolltreppe, die in einem Weltkulturerbe installiert worden ist. Vermutlich. Hast du das vorher nachgefragt? Ja, natürlich. Alles, was ich von mir gebe, ist nur recherchiertes Fachwissen. Genau, wie immer. Diese Rolltreppe wurde 1834 installiert. Damals bereits elektronisch mit Licht und Soundeffekten versehen. Ja. Und der Führer selber ist hier 1936 ungefähr 24 Mal auf den Brunner gefahren. Ich dachte, hält doch heute den Weltrekord als längster Rolltreppenfahrer in Essen. Auch eine Zeit lang bekannt als Führertreppe. Okay, ich sehe schon, wir werden viel nach dem Krieg umbenannt in Weltkulturerbetreppe. Nicht mehr Führertreppe. Ja. Genau. Weltführererbe. Ich würde sagen, wir beschleunigen das mal. Ja, gut. Ja. Ich weiß nicht, ob das hier den Sicherheitsbestimmungen entspricht, dass wir jetzt, ohne die Hand am Handlauf zu lassen, die Rolltreppe runterlaufen. Ja, sehr das gut. Geht gar nicht. Immer nur einen Schritt, immer nur einen Fuß in der Luft halten. Tatsächlich habe ich gestern erst gelernt auf meiner Arbeitsstelle, dass wir immer darauf achten sollen, die Handläufe zu verwenden. Richtig. Immer. Das steht bei uns in der Firmenzentrale, in jedem Treppenhaus. Mir war das bisher nicht bewusst. Immer den Handlauf benutzen. Meine Frau ist vor 3 Tagen noch die Treppe runtergefallen zu Hause. Oh. Weil sie über die Katze gestolpert ist und den Handlauf nicht benutzt hat. So. Ich habe mir mal an einer ausgeschalteten Rolltreppe das Knie so sehr verknackst, dass es fast steif wurde. Was sehr schön ist, wenn du irgendwie bist, ich bin vorgestern in einem Einkaufscenter gewesen, beruflich. Und vor Öffnungszeit. Und wenn du dann von der Rolltreppe stehst, die noch nicht angeschaltet ist, Menschen dabei beobachten, die auf Rolltreppen treten, die nicht an sind. Ja, genau, das ist es. Die ja. Gehen dann immer so ganz. Ja. Ah, die könnte jeden Augenblick angehen. Dabei genau habe ich mir das Knie angeknackt. Weil du hast halt dieses Muskelgedächtnis, du trittst auf eine Rolltreppe und sie bewegt sich und du bist es gewohnt, diesen auszugleichen. Richtig, richtig. Und selbst wenn du dir in deinem Kopf sagst, sieh's aus. Sagt der Körper, nein, sie könnte gleich angehen. Genau, dann hat es Knack im Knie gemacht und dann war es einen halben Monat lang steif. Die Geschichte ist auch, glaube ich, in der zweiten Folge, aber macht nichts. Überfahren werden und Rolltreppen. Ist nicht so geil. Gut, ich hatte auch eine Lebensmittelvergiftung, vielleicht war das auch ein bisschen was dazu beigetragen hat. Egal, reden wir nicht von meinen Wehwehchen. So, was gibt's denn hier eigentlich? Wir sind keine jetzt Ahnung. Im Gebäude A12. Wir sollten aber nicht hier reingehen, das ist zu voll. Nee, lass uns mal hier links rumgehen und wir gehen mal hier eine Runde. So, lass uns noch mal ganz grob erklären, was denn überhaupt Zollverein ist, weil wahrscheinlich hören ja auch nicht nur Leute zu, die im Ruhrgebiet wohnen und sich dessen bewusst sind. Zollverein ist also eine alte Zeche, die schon vor vielen hundert Jahren, glaube ich, gegründet und gebaut worden ist. 1850.
Ja, sehr gut aufgepasst, vielen Dank. Dafür gibt es ein Sternchen in der Mut. Und 1834 wurde zum ersten Mal hier eine bestimmte Sedimentschicht durchbrochen, was überhaupt diese Tiefbohrung überhaupt erst möglich gemacht hat. 34 schon. Ich bin wieder vorbereitet. Ich wollte sagen, er hat ja richtig vorbereitet. Ja, das hat dann das ja letztendlich dafür gesorgt, dass hier quasi der Grundstein für die Zeche Zollverein gelegt wurde. Wisst ihr denn, warum das überhaupt Zollverein heißt? Nein, selbstverständlich. Es heißt Zollverein, weil es unter dem Zusammenschluss des Zoll- und Handelsvereins gegründet worden ist. Halb gefährlich geantwortet, halb gefährlich wissend. Muss ich gerade, Moment, Zeche Zollverein, ich habe die falsche Notiz aufgerufen, weil mit Aachen hat das Ganze nichts mehr zu tun. Das Ganze ist benannt nach dem Deutschen Zollverein 1834, ein Zusammenschluss von Staaten des Deutschen Bundes. Richtig. Und im Wesentlichen war das die heutige BRD plus Teile von Polen. Und Ziel des Zollvereins war die Schaffung eines wirtschaftlichen Binnenmarktes und die Vereinheitlichung fiskal-ökonomischer Rahmenbedingungen. Damit hätten wir das Buzzword-Bingo auch für diese Folge eigentlich schon fast am Anschlag. Und das sind natürlich vorgetragen, gar nicht wie abgelesen oder so. Überhaupt nicht, nein. Ja, und die Sedimentschicht, die ich eben erwähnt hatte, das war halt der sogenannte Mergel. Woher kennen wir Mergel? Angela Merkel, das ist doch unsere Bundeskanzlerin. Ich wollte es nicht sagen. Die war hier begraben und dann haben die gefunden. Aber man kennt ja ausgemergelt. Ach ja, richtig. Klar. Ne? Ja, natürlich. Ja. Ich habe jetzt endlich mal gelernt, wo dieses ausgemergelt herkommt, weil Mergel ist halt eine Lehmschicht. Und die als besonders fruchtbar ist, wohl galt. Und man hat sie als Dünger benutzt und hat erst gedacht, so geil, Dünger. Und dann war irgendwie 2 Jahre später das Feld halt doof. Und deswegen war das Feld ausgemergelt. Es war halt nur ein kurzzeitiger Dünger. Ich freue mich jetzt schon, wenn Angela mal nicht bei unserer Bundeskanzlerin ist und dann die Bild-Zeitungsüberschrift kommt. Ausgemergelt. Dankeschön. Hätten wir den Gag auch gebracht. Können wir den auch abhaken. So, und damit erschöpft sich mein Wissen eigentlich. Auch jetzt seid ihr dran. Du warst gerade so schön angesetzt. Er hat mich doch dann völlig überrannt und alles schon gesagt, was ich gerade eh noch kurz gelesen hatte im Auto. Okay, ich mach den Gast wieder mundtot. Ach. Ja, wie denn? Womit? Achso. Darf man in deinem Podcast eigentlich rauchen? Man darf jetzt da wirklich nirgends mehr rauchen. Darf man in diesem Podcast noch rauchen? Ich guck kurz, ob wir ein Rauchenverbotenschild haben. Also, nein. Nö, kann wir man sind schon. Draußen, ist okay. Möglicherweise schneidet die Frage raus, ansonsten ist okay. Und die ganze Szene, in der du rauchst, auch. Das heißt, die Begrüßung und Verabschiedung ist drin. In welche Richtung gehen wir eigentlich gerade? Ich bin unsicher. Hast du denn keine interaktive Karte dabei? Nein, ich habe nur eine aktive Karte dabei. App dafür, oder? Die dreht sich. Das wäre mal interessant zu wissen, ob es hier wirklich eine App gibt, mit der man so führermäßig, weil den Führer hatten wir ja gerade schon. Wegen der Rolltreppe? Ja. Was ich noch beisteuern kann, dass es auf jeden Fall eine Kokerei war. Hier wurde also Koks tatsächlich gefördert, was für die eigentliche... Nein, es wird Kohle gefördert, das wird dann zu, und Kohle wird zu Koks. Okay. Und wir waren gerade in der Kohlewäscherei. Genau. Also Kohle muss auch gewaschen werden. Klar, die kommt rum, ist total schwarz. Eigentlich ist Kohle ja durchsichtig. Deswegen wird die gewaschen. Die kommt schwarz rauf, wird dann gewaschen und ist danach durchsichtig. Ja. Dann sieht man sie nicht mehr, als ein großes Problem ist, weswegen man. Da ist Kristallkohle, Kohle. Alles Kohle. Coca-Cola, ja. Coca-Cola. Deswegen habe ich auch keine Kohle. Weil ich muss mal besser in meiner Bank nachgucken. Wo haben sie denn die ganzen riesigen durchsichtigen Bündel alle gelagert? So, aber es wurde halt damit wohl kein Erz hier abgebaut, ne? Sondern nur. Hier wurde nur Kohle abgebaut. Nur Kohle. Das Erz wurde woanders abgebaut. Ist ja was los. Steinkohle. Ja. Dankeschön. Und jetzt ist mein Wissen wirklich erschöpft. Weil mein Notizzettel ist zu Ende. Wie entstand Steinkohle? Wer kann mir das beantworten von den Herren hier im Raum? Das ist nicht die gelernt. Fossile. Das ist wohl, das ist die fossile Kohle, ne? Richtig, das ist Kohle, die aus prähistorischen Urwäldern entstanden ist. Bäume sind umgefallen, im Matsch versunken und unter immensem Druck wurde dann daraus Kohle. Die Geschichte ist auch nachzuhören in dem Lied von Falco, Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Da wird das auch nochmal ausgehend beleuchtet, das Thema. Ich wach manchmal auf und denke mir, ich habe dieses Lied nur geträumt. Aha. Ja, wo laufen die eigentlich lang? Das finde ich gerade ganz cool. Das sind eigentlich Bahnschienen mal gewesen. Ja. Die aber jetzt mit Beton anscheinend aufgefüllt worden sind und für Zugverkehr nicht mehr freigegeben, ganz offensichtlich. Ja. Atmo, ja. Ganz wichtig. Mhm. Ja. Jetzt Schrittgeräusche, heute mal 3. Bin ein großer 6 Fuß Schrittgeräuschen. Genau. Aber ich finde nach wie vor, ich bin ja ein großer Fan davon, wenn man so alte Industriekulturen mit einfach so Zeugs überwuchern lässt. Das gibt dem Ganzen, finde ich, sowas
Ja, ich mag das auch nicht, wenn das alles komplett renoviert wird und auf schönen Museumsstil gemacht wird. Ich finde es auch wirklich besser, wenn es so bleibt, wie es mal war. Und ich finde auch tatsächlich ganz speziell gut, dass man sich jetzt nicht hier hinsetzt und einen Landschaftsgärtner holt und sagt, nein, wir hier Betonien und da machen wir irgendwie, das passt zu der Geschichte des Ganzen und so. Sondern einfach nur, lass es wachsen. Ja. Und dann kriegt das halt diesen Gefühl, man kriegt dieses Gefühl für Vergangenheit, für hier ist Zombie-Apokalypse. Genau. Und man schätzt es auch sowas wie ein Garten. Zurück. Das war mir auch nicht bewusst. Das ist wohl der Färbergarten, stand da zumindest gerade dran, dass es hier einen passenden Workshop gibt. Und hier sind verschiedene Pflanzen eingesetzt in. Ach ja, guck mal an. Guck mal, vielleicht sich mal da kurz vorne angucken. Wächst Hanf. Ah ja. Nee, doch nicht. Los geht's. Wobei. Klatschmohn. Ah, da geht's schon los. Geht schon los. Wir könnten. Geht schon direkt wir los. Wir könnten, wenn wir wollten. Schwarze Johannisbeere. Schwarze Johannisbeere ist übrigens eine Teilzutat von unserem neuen Getränk Vio Bio mit Grapefruit und Schwarze Johannisbeere. Ist jetzt ganz auf den Markt gekommen. Schmeckt sehr lecker. Werbung ist ja auch sehr beliebt beim Podcast. Absolut, ja. Genau. Wir schicken so, uns dann entsprechend gleich. Hier hast du den Zehner, bitteschön. Ja, super. Bitte weiter so. Dann. Schön wäre jetzt, wenn hier einfach nur Unkraut dran stehen würde. Oder Unkraut, divers. Unkraut gemischt, unsortiert. Wobei, wenn es ein ich weiß, Josef Beuys kommt in unseren letzten drei Folgen oft vor, aber wenn es jetzt ein Kunstwerk von Josef Beuys wäre, dann würde hier stehen Torf, Humus, Zigarettenstummel, Unkraut. Auf Beton. Luft. An Beton. An Beton. Und wahrscheinlich auch noch ein bisschen Spucke, weil das gehörte bei ihm immer dazu. Ja, hier schon auf jeden Fall ein Workshop stattzufinden, wie man mit Färber, das sind die Färberpflanzen, ne? Mit denen man dann Pflanzen färben kann. Ja. Weil das ein Färberworkshop ist. Das ergibt total Sinn. Deswegen haben wir auch quasi unter den Pflanzenabbildungen auf diesen Beeten die Farben. Die entsprechenden Farben, natürlich, die daraus gewonnen werden können. Gut beobachtet. Welcher Pantone-Ton ist das? Daher kommt übrigens auch der Begriff blau machen. Habt ihr das gewusst? Nein. Wenn die alten Ägypter ihre Kleidung blau gefärbt haben, war das ein sehr, sehr, sehr langwieriger Prozess. Und weil man dann so lange gewartet hat, bis die Kleidung blau war, hat man dann man hat dann blau gemacht. Also quasi auf das Blauwerden der Kleidung gewartet. Und das war sehr intellektuell anstrengender Vorgang, darauf zu warten, dass die Kleidung blau war. Deswegen waren die auch in dieser Zeit vollkommen ausgelastet. Die haben in der Zeit dann Pyramiden gebaut. Wahrscheinlich ist so der Urlaub entstanden. Man muss ja auch das gar nicht. Beruf und Hobby einfach trennen. Ne? Ja, der Urlaub. Muss ich auch blau machen. Also eigentlich frei, also einfach mal nicht arbeiten. Ja. Das finde ich halt ganz faszinierend, dass hier in der Zeche Zollverein einfach mal wahnsinnig viele Dinge passieren. Ne? Also Kunstausstellungen, es gibt vorhin das Kunstmuseum. Hier ist immer Halligalli. Ja, das ist richtig. Diverse kleine Veranstaltungen. Wir waren irgendwann schon mal hier, da war gerade Weltkulturerbetag und heute auch. Ja, es sind auch wirklich unfassbar viele Menschen hier. Wir haben Glück mit dem Wetter, um mal eine Floskel zu vermeiden. Also auch verschiedene Führungen, Lichtinstallationen habe ich gesehen. Leider sind die nie, wenn ich hier bin, blöderweise. Ja, und auch also wirklich Installationen von auch zum Beispiel Ambient-Künstlern und sowas. Ne? Also genau. Vor einiger Zeit hat man hier Robert Henke eine schöne Ausstellung gehabt. Leider habe ich es nicht geschafft, hier hinzukommen. Hätte ich aber gerne gesehen. Und es gibt auch die Ruhr-Triennale, die mir nicht so ganz geläufig ist. Aber das ist ja auch so eine Kunstausstellung überall, wenn ich das richtig im Kopf habe. Installationen. Auch Gasometer Oberhausen und so weiter in die richtig, Richtung. Auch richtig. Sehr großartig, da hatten wir ja auch schon mal was gemacht. Du hast ja auch die Route der Industriekultur, gibt es ja auch im Ruhrgebiet, wo du wirklich quasi mit dem Fahrrad alle wichtigen Industriedenkmäler hier abfahren kannst. Und von Oberhausen, das Gasometer, hier Zeche Zollverein, dann hast du Prosper Haniel, die Zeche in Bottrop mit der großen Halde dabei. Heißt übrigens Haniel Halde und Prosper Haniel, weil Franz Haniel das damals gegründet hat. Ja, genau. Der alte Franz. Der alte Franz. Der Schlingel. Franz Haniel, weil er Interesse an Koks für seine Stahlerzeugung hat. Also der hat nicht nur gedacht, oh, so eine Zeche. Genau, das war ja das. Kann man sich mal bauen? Ist ja ganz schön, sondern der wollte auch, dass das drunter ist. Und deswegen hat er halt auch rumexperimentiert irgendwie und hat es dann eben irgendwie, 1834 eben wurde diese Mergelschicht da durchbrochen. Er hat einfach aus der Laune raus eine Zeche gebaut und dann gemerkt, ach guck mal, unten drunter ist ja Kohle, das passt ja. Und wer mal bei Wikipedia nachgucken möchte, was Mergel ist, der findet ein lustiges Bild, das untertitelt ist mit pyritisierte Ammoniten, einen blauen Mergel. Und ich finde, das könnte auch was, was in einem Hipster-Restaurant in Berlin gereicht wird sein. Oder was Terroristen verwenden, um uns hochzujagen, ehrlich gesagt. Nur weil du jetzt von Pyrit an Pyro denkst. Klar. Natürlich. Aber wir wissen nicht, wenn man das so. Was hätten Sie denn gerne heute? Ja, ich hätte gerne ein bisschen was von den pyritisierten Ammoniten in blauem Mergel. Aber du meinst laktosefrei ist, bitte. Ja, natürlich. Und vegan. Natürlich. Ammoniten sind ja auch aus Stein. Das ist ja. Dann ist es definitiv vegan. Ja, deswegen. Was sind denn Veganer Steine?
Wenn da Fossilien nicht drin sind. Also einige Tiere essen ja Steine, um die Verdauung im Magen zu erleichtern. Zu erleichtern? Ja, richtig. Ja, die Steine zermahlen dann das Gegessene. Das malt dann. Sehr anschaulich, sehr malerisch. Ich bin gespannt, ob wir wieder lustige Dinge erleben wie letztes Mal, als wir hier waren. Da war nämlich ein Alphorn zu sehen wegen des Weltkulturerbetages. Mhm. Irgendwo da hinten, was wir von Weitem überhaupt nicht zuordnen konnten, was das für ein Geräusch ist. Ja. Ob sie die wohl wieder engagiert haben? Das war auch ungefähr hier an der Stelle, weil hier ist jetzt so eine kleine Treppe. Es gibt hier immer mal wieder so kleine Aussicht. Stimmt, ich erinnere mich. Und ich erinnere mich noch, dass wir hier hochgegangen sind und es total unspektakulär war. Und weil deswegen wir doof gehen wir jetzt sind, wieder hoch. Toll. Machen wir es jetzt nochmal. Ach. Redundanz. Manche Dinge ändern sich nie. Genau, das war nämlich der Aussichtshügel, wo man den Parkplatz begutachten konnte. Stimmt. Und einen Baum. Man sieht weniger als von unten. Tada! Das ist halt für den Winter gedacht. Durchaus beeindruckend. Ja. Durchaus beeindruckend. Beweisfoto. Wissen wir denn, wann das Ganze angefangen wurde, hier zu wiederbeleben oder zu Also der öffnen? Letzte Arbeitstag war hier 1986. Ja. Das kann ich sagen, weil das habe ich gerade noch schnell gelesen. Und das kannst du dir vor allem merken. Das finde ich viel beeindruckender, ja, als dass du es gerade nur gelesen hast. Faszinierend, oder? Ja. Ja, aber wann das dann wirklich angefangen hat, dass das hier umgewandelt wurde in ein Kulturerbe oder seit wann das Weltkulturerbe ist, muss ich leider gestehen, weiß ich gar nicht. Ja. Ich hör zum ersten Mal. Ich kann euch auch nur empfehlen, also wenn ihr da was wissen wollt, dann könnt ihr euch eine Führung nehmen. Genau. Die haben da auch Ahnung von. Wir hatten hier vor 2 Jahren habe ich eine Führung mitgemacht, die war wirklich sehr, sehr interessant. Die ging, glaube ich, auch fast 2 Stunden. Und kommt man auch in vielen die Gebäude rein, kann sich wirklich viel angucken. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant. 2001, glaube ich, das erste Mal hier, weil mein Chef damals gesagt hat, da war ich so kleiner Hiwi in der Uni, fahr da hin und iss da, ich bezahle auch, weil es ist so großartig. Ich so, okay, dann mache ich das doch mal. Und ich wusste halt nichts zuvor, was ich jetzt heute vereine. Da war auch nur der Bereich, mit dem wir vorhin angefangen haben, also diese das Kohlewäscherei mit dem Designmuseum, das war alles eröffnet. Und ich weiß noch, dass wir irgendwie oben hochgefahren waren, runtergeguckt und ich dachte noch, okay, da ist ja noch viel mehr. Und da konnte man irgendwie nicht hingehen. Mhm. Ist das, wo wir jetzt hingehen? Es ist mittlerweile alles eröffnet und zugänglich gemacht. Also es ist wirklich ein großes Areal. Ja. Du hast ja hier den Schacht 1, ich glaube 6, 7 und 8 sind hier noch und dann hast du noch Schacht 10 und 9 und wie soll das heißen, die sind dann wirklich 1, 2, 3 Kilometer weit entfernt. Ja, das sind Geisteskranke, die hier rumfahren. Es gibt auch eine Außenstelle, da auch noch ein Museum drin, habe ich gelesen, wird zurzeit sogar irgendwelche Ausstellungen zum Thema Klang und Empfinden und Sensibilität und sowas passiert. Aber das kriegen wir heute nicht mit rein, fand ich sehr interessant. Also es ist überall was los und ich bin immer wieder, wenn ich im Ruhrgebiet unterwegs bin, total begeistert, diese Orte hier zu sehen. Das haben wir bei uns nicht und vielleicht ein paar andere Großstädte haben natürlich auch mal hier und da Industrie revitalisiert. Aber in der Fläche, in der Masse und auch in dieser Vielfältigkeit kann man das eigentlich nur hier erleben. Finde ich einfach wahnsinnig toll, also rundum. Praktisch, wenn man zu dritt ist, ist einer kann immer auf Wikipedia klugscheißen. Und ich habe jetzt mal nachgedacht. Der Rest erzählt also, Quatsch, genau. 1986 ist das Land vom, also ist das Land, auf dem die Zeche steht, von Nordrhein-Westfalen gekauft worden, und zwar von der Ruhrkohle AG. Und die Sanierungsarbeiten waren dann irgendwann 1999 abgeschlossen. Und von 98 bis 2008 gab es dann eben diese Entwicklungsgesellschaft Zollverein, die dann sich eben ausgedacht hat, was man hier mit dem Gelände machen könnte. Und das hat sich dann eben von da an so ein bisschen organisch ergeben. Es wurden immer neue Gebiete oder Gebäude erschlossen und dann für Veranstaltungen freigegeben. Also grob kann man so sagen, dass ungefähr 2008 dann hier alles in Betrieb war. Ah ja, und ab 99 gab es eigentlich erst die Öffnung. Genau, 99 war ja dann sehr eben, früh, wobei das geht jetzt ziemlich raus nicht vor, wann dann wirklich jetzt der Öffentlichkeit zugänglich war, aber 99 waren eben die Sanierungstätigkeiten beendet. Kann natürlich sein, dass bis dahin schon irgendwelche Bereiche zugänglich waren und andere dann einfach als gefährlich, hier brennt noch was. Ja, ich meine, der Großteil der Sanierung ist vor allen Dingen, dass man irgendwo lang gehen kann, ne? Führung kann es ja auch schon vorher gegeben haben. Und die Ernennung zum UNESCO-Weltkulturerbe, ich glaube, das Wort werden wir heute noch öfter hören, war 2001. Genau. Wir hatten ja in den letzten Folgen tatsächlich die erste UNESCO-Kulturerbestätte in Aachen in Deutschland. Und das hier dann nach fast 30 Jahre später. Ne? Und jetzt sind wir hier an dem Bereich, wo man wunderbar runterfallen kann. Scheiße. Jetzt mal. Sven hätte sich gerade fast gemault hier. Auch das kennt man. Da vorne so reingehen. Wir werden regelmäßig überfahren oder fallen irgendwelche Dinge runter. Was man auch schön sieht hier, ist, dass wirklich die Leute nicht hier nur hinkommen, um sich jetzt das Weltkulturerbe anzugucken, sondern dass es wirklich auch ein Ausflugsziel ist und ein
ein Gebiet, sag ich mal, wo man auch mal so ein bisschen einfach nur spazieren geht, mit den Kindern am Wochenende unterwegs ist. Ja, dabei sollte man mal erwähnen, es kostet keinen Eintritt und auch das Parken ist frei. Ne? Ja, das richtig. Ist heutzutage alles nicht mehr selbstverständlich. Absolut nicht, nein, das ist schon ein Novum. Und dafür kriegt man hier wirklich einiges geboten. Also ich finde, zum Spazierengehen ist das hier einfach ein super schönes Gebiet, gerade bei Sonnenschein. Also das ist auch so großartig überwuchert. Also ja. Wahrscheinlich war das zu Betriebszeiten alles auch ordentlich weggeschnitten und dann so ein bisschen gepflegt. Das ist jetzt wahrscheinlich auch bewusst einfach stehen gelassen. Ganz toll. Und das geht auch echt schnell. Ne? Also hier muss eigentlich noch ein bisschen was gemacht werden, selbst wenn das großteils Unkraut ist. Weil es gibt zum Beispiel neben dem Gasometer Oberhausen, was ja eben erwähnt wurde, gibt es so ein Gebiet, da ist an der Zeche quasi gar nichts gemacht worden. Das ist einfach nur überwuchert, hat man einfach nur überwuchern lassen. Und da ist fast gar nichts mehr übrig von den ganzen Dingen. Und das Riesenrad ist schon wieder nicht in Betrieb. Waren wir sicher, dass das ein Riesenrad war? Ich glaube, ich hatte es rausgefunden, ja. Weil es gibt übrigens auch eine Tatortfolge, Tatort aus Dortmund oder Duisburg. Wo mit Faber. Ich glaube, die erste oder zweite Folge spielt auch zu einem großen Teil hier auf Zollverein. Okay. Da wurde auch ein Teil hier gedreht. Ist einfach auch eine geile Location. Also wer ein bisschen Industrie mag und diese Optik mag, diesen Industrial-Style, ja. Da kann man natürlich auch gerade für Film- und Serienaufnahmen ganz, ganz tolle Plätze und Orte hier finden. Ich finde vor allem auch sowas hier wie diesen Materialmix, auf den wir hier gerade blicken, der ist einfach nur geil. Ja, stimmt. Also hier ist so ein neuer, wir haben hier so neuen Asphalt, auf dem wir laufen, der in diesen alten, wobei das sind keine Schienen mehr, aber das sind auf jeden Fall so metallene Einfassungen. Dann ist hier so ein richtig kruder Holzturm, der wahrscheinlich für irgendwelche Kohlevorräte oder sowas genutzt wurde. Dann dieser verrostete Zaun hier vor, das Riesenrad da oben, das in, so, ich finde jetzt sogar dieses da oben in Plastikfolie eingeschlagene Bauding, ne, ja. Irgendwie fügt sich ganz witzig in diese ganze Konstruktion ein. Ja, und ein grünes Metall, alt, rotes Metall, ein bisschen neuer. Ja, es wurde halt auch vieles nicht wirklich irgendwie nochmal aufpoliert oder so. Es ist wirklich letzter Arbeitstag, wir gehen und lassen das Ding genau. Einfach stehen. Ne, hat keiner mehr feucht durchgewischt oder so und das macht einfach wirklich den Charme auch von dem Ganzen hier aus. Ich glaube, das Alphorn ist nicht da heute. Das klingt nach gesetzter. Das ist das Alphorn. Ja. Du weißt ja noch nicht, was. Wir waren letztes Mal ziemlich spät. Ah, vielleicht ist das am Nachmittag eines der Highlights. Vielleicht. Aber an das Alphorn kann ich mich jetzt auch echt nicht so erinnern. Das ich habe Fotos davon. Da war ein Fotos? Typ, der hatte Gestrüpp an und blies in ein Alphorn. Und okay. Das war irgendwie eine Schweizer Kombo. Und ich finde die Atmosphäre ja noch ein bisschen besser, wenn du wirklich hier bist und wenig Leute da sind. Ja. Weil dann hast du halt wirklich Ruhe und läufst dann durch so ein altes Industrieding sie und hörst dann aber noch so trotzdem Vogelgezwitscher und es hat eine ganz, ganz, ganz interessante Atmosphäre. Und hat das wirklich so was Postapokalyptisches? Ja, absolut. Auch diese ganzen Pipelines und alles, was hier so drüber führt. Also es gibt bestimmt auch Menschen, die das alles ganz furchtbar finden. Aber nö, ich finde das total unfassbar schick. Toll. Ich finde es auch super gut, dass sowas erhalten das wurde toll. Und nicht einfach eingestampft und im Erdboden gleich gemacht. Diese Glasbausteine, die wir jetzt hier haben. Also auch für Fotografen ist das hier einfach ein total schickes Gebiet, ja, wo man bestimmt ein paar tolle Motive sich zurecht gestalten kann. Ja, ich habe mich letztes Mal, als wir hier waren, schon echt in dieses Gelände verliebt. Vor allem, weil es hört gar nicht auf. Also ja. Es ist wirklich ein riesiges Ding, was man so am Anfang gar nicht erwartet, wenn man sich von einem dieser Parkplätze der Geschichte aus nähert. Weil es auch so man kann es grob in drei Teile unterteilen. Wir bewegen uns jetzt gerade hier in dem größten der dreien, wo auch so Ecken gibt, wo man, da kommen wir später noch hin, wo man um eine Ecke rumkommt und sich denkt, wow, ist das geil. Sowas habe ich überhaupt nicht erwartet. Also ich will jetzt noch nicht vorgreifen, aber ich habe mich da hinten in so eine Stelle, wo dieses Restaurant ist, verliebt. Das ist total großartig. Es ist ja auch sehr weit, glaube ich. Wenn du jetzt vom Haupteingang losgehst, dann läufst du erstmal nur Feldweg entlang oder ja. Asphaltierten Weg und denkst eigentlich irgendwie, da kommt jetzt auch nichts mehr. Und genau das, was du sagtest, dann biegst du halt ab und dann siehst du halt so ein riesiges Gebäude. Das ist schon sehr, sehr cool. Auch die verschiedenen Untergründe hier, allein die sind auch schon. Also es klingt so banal, aber ich mag das, wenn man nicht nur auf Asphalt unterwegs ist, sondern zwischendurch auch mal so, hier haben wir jetzt so ein bisschen Kies oder Schottersteine. Da drüben ist Asphalt und auch die Hälfte davon ist dann mit so ein bisschen Kies belegt. Und auch hier gibt es auch so Wege, die parallel laufen, sodass man dann auch ein bisschen ausweichen kann, wenn hier die Radfahrer irgendwie unterwegs sind und sowas. Man kann wahrscheinlich hier auch ganz gut Rollerskaten. So, habt ihr im Kopf, wie diese große Halle hier heißt? Wir wussten es letztes Mal, ne? Wir wussten es, glaube ich, das letzte Mal. Ich meine, das hier wäre die Kokerei, oder? Seufz. Steht ja auch manchmal dran, aber hier hinten ist gerade wenig Beschriftung. Das ist also, wie lang mag die Halle hier sein? Wie viele Meter? 200 Meter?
Ich kann auf jeden Fall schon mal anmerken, zur Zeche Tollverein gibt es keine Karte. Tollverein? Ja. Oh, hier ist übrigens Ende, sehe ich gerade. Ja. End of Road. Sauerei. Hier wird uns der Durchgang von einem großen Zaun versperrt. Wir kommen da rechts rüber, ne? Gut, dass ich eine Drahtschere dabei habe. Rechts durch. Mal durchs Gebüsch hier. Das Internet bietet mir mehrere Karten für die Zeche an. Ich wähle die erste, die hübsch ist. Und die eine Auflösung von nicht nur 2,5 mal 1 hat. Was ist denn das für ein Instrument? Das ist aber schon nah dran am Alphorn. Ein bisschen hochgepitcht. Sind das nicht diese Röhren, die man... Die gab es in meiner Jugend. Da konnte man so Plastikröhren, dann haben wir die gedreht und dann haben die blöde Geräusche gemacht. Unglaublich. Wir hatten nervig. Das nicht, wir waren arm. Mama hat uns immer ein Staubsaugerkabel gegeben. Vorne den abgeschraubt, das ist natürlich unglaublich. Da musste man aber noch schneller drehen, ja. Wie man ein Geräusch macht. Und wenn man sich da den Schuko-Stecker vor die Nase geknallt hat, da hast du aber keinen Spaß gehabt. Dafür gab es ja Geschwister. Moment, in deiner Jugend gab es schon Staubsauger? Die ersten Modelle. Früher, da waren unsere Staubsauger noch aus Holz. Das waren auch die dieses den Ventilator hatten mit dem scharfen Messer, ne? Genau, richtig. Ja, ja. Das wurde ja irgendwann dann auch mal erkannt, dass es ein Problem ist. Also wir sind jetzt tatsächlich an der Kokerei. Ja. Das heißt, dieses ganze Gebäudekomplexchen, was sich hier zu unserer Linken erstreckt und die Broken Window Theorie bestätigt, ist die Kokerei. Abschnitt C. Und gestartet sind wir übrigens, liebe Hörer, am Schacht 8. Nee, Schacht 12. Schacht 12? Schacht 12. Also war das nicht 1? Also zumindest dieser Gebäudekomplex hier unten ist auf dieser Karte als Schacht 12 betitelt. Wahrscheinlich ist da auch der Schacht 1. Nee, Schacht 128 ist dieses kleinere auf der Seite, wo du geparkt hast. Ach so. Was das sieht man im Podcast immer so gut. Ja. Das ist ja auch noch ein Gelände, was komplett abgesperrt ist und man auch vielleicht darauf hoffen kann, dass da vielleicht noch mal irgendwann mehr Zugänglichkeit geschaffen wird. Dass man vielleicht auch mal ein bisschen auch sich noch den Prozess besser vorstellen kann, weil ich stehe mir so vor diesen Zechengeländen und frage mich immer, was ist denn eigentlich genau in welcher Reihenfolge wo durchgelaufen? Da gibt es teilweise Türme, da wird natürlich was aus dem Boden rausgeholt, dann wird es irgendwann mal erhitzt, dann gibt es Schlacke. Aber es würde mich noch mehr interessieren, diesen Prozess auch von mir selbst raus zu verstehen und nicht nur rumzulaufen und zu sagen, da ist irgendwas drin passiert, ist halt eine große Halle. Ja. Ne? Da muss aber ich könnte mir vorstellen, dass Führungen da drin stattfinden. Klar, aber das natürlich. Ist jetzt reine Mutmaßerei. Nee, ich hatte jetzt nur noch als Ausbaumöglichkeit darauf gehofft, dass man irgendwann auch selbst das erschließen kann. Und ja, so sehr ich Führungen irgendwie ganz nett finde, bin ich ja großer Fan von Audioguides und am besten noch welchen, die man sich über die App der jeweiligen Location einfach runterladen kann. Ja. Ich zahle da auch gerne per In-App-Purchase 2 Euro für, kein Problem. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn man sich so einen Ort, wie du gerade sagtest, selber erschließen kann. Das ist eigentlich... Ist auch für einen Podcast besser, weil wenn du noch einen Flur im Hintergrund hast... Allerdings. Dann reden die eben auch halt die ganze Zeit und das ist sehr unpraktisch. Ja, diese große Halle endet hier am Schluss noch mit einem noch größeren Komplex, in dem so Förderbänder hochlaufen. Also gibt es hier auch sehr viel diese in so einem 30-Grad-Winkel angebrachte, tatsächlich auch gemauerte, auf Metallstreben angebrachte Förderlinien, auf den total gerne mal hochlaufen würde. Die so ein bisschen die Rolltreppe, die wir anfangs gefahren sind, dem nachempfunden ist. Ne? Das ist da ja jetzt hochzulaufen, da hätte ich Durchbruchangst. Wir haben auch noch diese überwucherten Bahngleise hier rechts von uns, wo es ja auch hier irgendwo so einen skurrilen, geheimen Bahnhof gibt. Stimmt. Wir könnten nochmal auf den Gleisen laufen. Sind wir schon vorbei oder kommen wir zu dem noch? Ich glaube, wir kommen zu dem noch. Wir haben ja auch erst einen kleinen Teil von der Halle jetzt hier geschafft. Ne? Also es geht ja noch viel weiter. Ja. Ich habe Angst. Achtung, Zug. Das ist hier neben. Ich weiß. Das sollst du doch nicht sagen. Ich wollte den Hörern glauben lassen, dass wir... Du weißt schon. Zitat aus Ghostbusters. Das war der alte Zug nach Olmeny, der 1928 entgleist ist. Hunderte sind dabei umgekommen. Konntest du dir das Kennzeichen merken? Tut mir leid, ist mir entgangen. Diese Gleise riechen auch immer so toll. Ich mag diesen alten Geruch. Weißt du, welchen Geruch ich unfassbar geil finde? Den Geruch, den du aus U-Bahn-Schächten hast. Ja. Da ich weiß nicht, wonach das riecht. Ob es nach Metall, Elektronik, keine Ahnung. Aber ich mag diesen U-Bahn-Schachtgeruch einfach. Ich glaube, der setzt sich zusammen nicht aus dem Geruch der Schwellen, die da ja auch sind. Die gepflegt werden mit Holzschutzmittel. Moder, Muff, Beton. Und Urin. Öl und das auch. Und Schweiß. Moder und Muff. Ölbremsen. Das hätte ich jetzt gerne ausgearbeitet. Moder, Muff und Beton. Hatte ich schon mal im Podcast erzählt. Mein Vater war da ein bisschen fies zu mir. Als Kind mochte ich diesen Geruch nämlich auch schon.
das erste Mal in Hamburg U-Bahn reingegangen. Er sagt, ja, das ist der Geruch von Asbest. Am besten nicht atmen. Und ich habe dann den ganzen Tag versucht, nicht mehr zu atmen, obwohl ich den Geruch gut fand. Fies, oder? Wie kann man denn einen ganzen Tag versuchen, nicht mehr zu atmen? Ja komm, wenn die Eltern dir das sagen, dass es nicht gesund ist für dich als Kind, dann versuchst du es halt. War nicht so alt. Hast du früher nie an Klebstoff geschnüffelt? Doch, war auch lecker. Haben sie mir gesagt, nicht machen. Ja. Wisst ihr, was daraus geworden ist? Aber gut, du hast mir ja eben schon im Auto erzählt, dass du einen wesentlichen Teil deiner Kindheit in irgendwelchen LKWs mit Rauchern verbracht hast. Vielleicht waren dann die... 2 Tage. Aber die sind 2 Tage ununterbrochen. Je nachdem ist das ein wesentlicher Teil eines Kinderlebens, von wenn man... Danach habe ich nie wieder geraucht. Je nachdem, wie intensiv die Erfahrung war, ja. Das ist schön hier links. Da ist scheinbar so diese Klinkerverkleidung einfach runtergefallen. Ja, apropos Klinkerverkleidung. Man sollte auch mal vielleicht anmerken, dass die Architektur der Zeche wirklich damals, als sie hier gebaut worden ist, richtungsweisend war. Ah ja. Und es wirklich, also die Zeche gilt als die modernste und schönste Zeche Deutschlands oder galt damals. Weil das ist, wie war das? Ich habe das gerade nochmal nachgelesen. Mir liegt das nicht so gut wie dir, so ganz beiläufig solche Sachen einfließen zu lassen. Ich kann dir das mal eben irgendwelche Witzchen drehen, dann kannst du in Ruhe nachlesen. Deswegen lese ich das mal eben ganz kurz hier ab. Erst auswendig lernen wieder, und dann vortragen. Ich habe schon wieder verloren, genau. wo das stand. Der kleine Jochen hat was auswendig gelernt. Und die Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer gestalteten die Schachtanlage, die als architektonische und technische Meisterleistung galt und richtungsweisend für den sachlich funktionalen Industriebau wurde. Also haben wir quasi ein Industriedesign-Beispiel. Sachlicher Funktionalismus. Architekturstil, neue Sachlichkeit nennt sich das Ganze. Ich finde das Wort richtungsweisend ja sehr spannend, weil Richtung ist ja eigentlich erstmal ziemlich neutral. Ne? Ist ja eigentlich sehr unwertend. Und also richtungsweisend ist ja schon so, das kann ja alles heißen. Das ist so wie dermatologisch getestet. Und wie war das Ergebnis? Ja, das ist, wenn ich mal lese, ja. Dermatologisch getestet, denke ich mal, na Gott sei Dank. Das will ich auch wohl hoffen. Ja, ja. Das kann ja auch heißen, getestet ist wurde. Durchgefallen, aber es ist getestet. Also es ist getestet. Ganz miserable Ergebnisse. Eigentlich darf, also ich würde es nicht ins Klo schütteln, weil das könnte das Porzellan angreifen. Aber wir haben es getestet. Oh ja, wir sind auf dem Radweg. Ich vergesse das immer. Es ist schwer zu sehen, was ist, ne? Na, eigentlich ist es logisch, weil auf Kies Radfahren ist... Gerne! Gibt's Schöneres. So, und da vorne ist diese Treppe. Ja, die übrigens gut zum Thema Richtungsweisen passt, finde ich, weil sie zeigt zumindest in irgendeine Richtung. Das ist die berühmte Treppe aus der Simpsons-Folge, die Rolltreppe ins Nichts. Ja. Alles schön, du kannst hier immer noch mal in dem Gebüsch was entdecken, so Kunst, auch moderne Kunstinstallationen. Und das ist wahrscheinlich eine, könnte sich auch was anderes sein, irgendwie vergessenes Stück Treppe in den Boden gerammt. Vielleicht heißt das Ding auch einfach so. Wir hätten wieder die Franzosen-These aufbringen. Ja. Jack, was ist das? Eine Treppe. Schenk sie den Deutschen, wir brauchen sie nicht. Du hast schon diese Freiheitsstatue gebaut. Wir arbeiten seit 3 Folgen an dieser These. Dass die Franzosen Sachen verschenken? Ja, die sie nicht mögen. Ja, also wir waren in Bonn und da ist ja der Palais Schaumburg. Und ich dachte mir, warum heißt der Palais Schaumburg? Und dann dachte ich so, vielleicht wie bei der Freiheitsstatue, die bauen irgendwas und dachten sich dann, brauchen wir nicht, schenken wir irgendein Land und sagen so, Staatsgeschenk, wir mögen euch nicht. Vielleicht ist die Freiheitsstatue voll mit Gift. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Holländer sowas machen. Das hätte Linda de Mol und Rudi Carell erklärt. Ja, das sind ja Menschen, die verschenkt wurden. Das ist was anderes als Gebäude. Ja, genau. Die Holländer, die verschenken Moderatoren. Richtig. Das ist und die Franzosen verschenken Architektur. Muss man wissen. Fernsehshow-Konzepte, die sie nicht mehr brauchen oder nicht wollten. In gewisser Weise sieht diese Treppe aber auch aus, als wenn sie gar nicht mal als Treppe gedacht wäre, sondern einfach so vom Himmel gefallen ist. Genau. Vielleicht war sie Teil eines größeren Ganzen davon. Jetzt sagen wir, gehen jetzt mal gemeinsam Teil eines Raumschiffs. Ich hätte das Raufgehen gar nicht so das Problem. Das nachher wieder runtergehen, das ist... Sag das auch noch nicht. Denkt dran, Jungs, Handlauf benutzen. Es gibt keinen. Zur eigenen Sicherheit. Ja, selbstverständlich. Doch. Das läuft ja mir ins Bild, aber zum Glück habe ich jetzt... Willst du ein Foto machen? Eigentlich habe ich das gleiche Bild schon mal gemacht, aber egal. Sicher ist sicher. Fertig. Ich wollte schon sagen, wir könnten bei den Fotos eine gewisse Doppelung haben. Wetter ist ja auch genauso. Ach so, der sah so niedrig aus, der Handlauf. Der ist auch sehr heiß übrigens, der Handlauf. Wobei ich Angst habe, ob die Statik 3 Personen da oben hält. Ja, ist französisch. Wenn es sich jetzt... Wir haben auch den besten Weltraumbahnhof gebaut und haben ihn immer noch als Eiffelturm. So, auch hier ist die Aussicht atemberaubend. Ja, stimmt. Das, wir blicken auf diverse Grünpflanzen. Der Baum des Tages. Der Vogel verspottet uns. Zurecht. Das macht er immer. Der weiß schon, was hier passiert. Und jetzt ist es ein optimales Gebilde für Leute mit Höhenangst. Hast du ein schönes Fotomotiv. Oh, ja, Moment. Oh, okay.
Und ich wundere mich wirklich, dass hier noch niemand runtergefallen ist. Wobei, woher soll ich wissen, dass hier noch niemand runtergefallen ist? Vielleicht sind ja auch schon ganz viele noch runtergefallen. Vielleicht sind wir auch die Ersten, die noch nicht runterfallen. Nein, das ist Deutschland. Wenn jemand hier runtergefallen wäre, wäre es zu. Ja. Oder wir hätten 17 Warnschilder und du müsstest hier unten eine Warnweste anziehen. Genau, betreten auf einmal. Und spezielle Schuhe mit Höhenangst, die dann hier oben stehen und dann runtergucken und gar nicht wissen, dass das durchsichtige Stufen sind. Die gar nicht wissen, dass wenn sie hochgehen, es auch hoch ist. Und dann merken, ich will nicht wieder runter. Auf jeden Fall, ich bin schon einfachere Treppen runtergelaufen. Also ja, die ist ganz schön eng irgendwie, ne? Ja. Nee, kein Vergleich zur Bretagne, aber... Genau. Na, auf jeden Fall kann man von hier hinten vollständig auf die Kokerei schauen. Das ist, glaube ich, jetzt auch der äußere Punkt dieses Segments, ne? So halbwegs. Warum sind denn um den Turm da oben so grüne Netze gespannt? Fällt da was runter? Ja, das sind normalerweise Fangnetze für unterfallende Ziegelsteine. Echt, da fallen Ziegelsteine runter? Ja, das ist leider öfter so, dass... Im Idealfall fallen da nur Ziegelsteine runter, ja. Ich habe gerade gedacht, Cornelis könnte sich ein Backstein-Andenken mitnehmen. Hier war ein schönes H0 Eisenbahnmodell. Genau. Für die Freundin des Modellbaus. Rost! Ja, doch, wo ist denn der rote Punkt? Sie sind hier. Ich war hier. Ich vermute, wir sind dort. Keine gute Idee. Ich versuche mal ein Foto zu machen aus der Richtung, wo wir gerade sind. Da musst du aber auch dann später richtig schön dick Tiltschiff drüberlegen. Das Foto ist ja klar. Ne? Ich empfehle euch nicht, eure Pfoten auf diese Oberfläche zu legen. Etwas heiß. Ja, man könnte ein Spiegelei drauf braten. Und Rost ist ja angeblich relativ keimfrei, habe ich mir sagen lassen. Das ist ganz schön weit. Da braucht man gar kein Tiltschiff, weil es ist ja schon ein Modell. Das geht auch so. Das ist wirklich sehr hübsch geworden. Ja. Aber du hast auch eine vernünftige Kamera dabei. Ja. Wer schöne Fotos haben will, muss sich auf... Nee, ich immer noch kämpfe zu verstehen, weil ich bin überhaupt nicht so dieser Kamera da einstellen, hier einstellen Mensch. Ich habe auch tolle Kollegen, die mir das regelmäßig erklären, aber es bleibt einfach nicht hängen. Also so ein bisschen... Ich glaube, manchmal wird man auch von zu vielen Funktionen, gerade als Neuling, auch erschlagen. Ja. Mir wünscht mal jemand eine Kamera baut, so wie das iPhone, die einfach diesen ganzen Quatsch von wegen Blende und Belichtungszeit, wo dann die Zahlen alles automatisch einstellt. Wo manchmal große Zahlen große Dinge bedeuten, manchmal große Zahlen kleine Dinge bedeuten. Naja, zumindest eine andere Art der Visualisierung machen, wie ich eingreifen kann ins Bild. Jetzt sind die einfach weggegangen. Es muss ja nicht mit seltsamen... Ja, und auch schnell und einfach erklärt, was welche Einstellung bewirkt. Ja, weil einfach ein Großteil ist abgeleitet. Wenn ich dir jetzt sage, nimm eine Blende von 1,4 und eine Blende von 1,8, dann weißt du natürlich nicht. Sag ich wieder alles doppelt. Guck mal, du gehst nur ein Stück in den Schatten. Das ist unfassbar kühl. Ja. Und plötzlich Vögel hier auch. Schön. Und das kann man von hier aus... Das finde ich ja so faszinierend. Du hast diese unglaubliche Ruhe hier. Ich meine, vor 50 oder 100 Jahren war hier halt... Hier war Lärm, hier war Dreck, hier wurde gearbeitet und jetzt steht hier wirklich alles still. Nichts bewegt sich mehr. Und alles wirkt wie eingefroren. Und hier fliegen die Staubflocken im Licht, das ist auch schön. Ja, das schreit nach Live-Foto. Ich habe ja wirklich keinerlei Anwendungsfälle dafür, aber... Ja, es ist einfach, wir hatten das schon oft in diesem Podcast, das Wort. Alles voller Textur und Patina und es ist halt so unendlich viel... Ja, Details, die man erfüllen kann, die man sehen kann. Ja, man kann es auch atmosphärisch in einem Foto oder in einem Tondokument gar nicht erfassen. Nee. Deswegen machen wir diesen Podcast. Nee, kommt her, schaut euch das mal an. Ja, wenn es irgendwie möglich ist. Also wenn ihr auch nur einen Hauch Interesse für Industrie habt und industrielles Design oder verlassene Orte, so Lost Places oder so, dann... Genau, Lost wirklich Places. Wirklich ein ganz dicke Empfehlung, hier mal aufzuschlagen. Lost Places ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, wenn du jemandem sagst, dass so Industriekultur, da kann man sich, glaube ich, gar nichts darunter vorstellen, wenn man nicht hier in dem Rheinland so ein bisschen dafür schon sensibilisiert wurde. Das ist auch wieder wahr. Ja, ich glaube, Lost Places beschreibt das ganz gut. Also ich finde, das hier ist einer meiner Lieblingsausblicke irgendwie. Leider stelle ich gerade fest, ist die Wasserfläche ausgetrocknet, die normalerweise hier für eine wunderschöne Reflexion dieses ganzen riesigen Verschiebkonstruktes hier sorgt. Ich füge hier Bilder ein vom letzten Jahr, denn das letzte Mal waren wir auch hier und da war das wirklich fast komplett mit Wasser gefüllt. Denn wir blicken jetzt auf die Längsseite dieser Kokerei und da stehen nicht nur riesengroße Schornsteine, sondern eben auch so einzelne Verschiebetürmchen, die dafür da sind, dieses, ich weiß nicht, ob das Koks dann da rausgelassen wurde oder ob die fertige Kohle da rausgelassen wurde. Auf jeden Fall konnten die auf so einer Schiene halt an der Seite des Gebäudes hin und her fahren und wenn es regnet, sammelt sich halt in diesem Becken davor Wasser, was ja eigentlich nur das Schienensystem für das ganze Ding ist, ne? Wenn ich mich recht entsinne, erzähle ich jetzt Quatsch. Jedenfalls, wenn wir diesen ganzen Bereich jetzt hier runter gucken, da ist ein Café hinten gebaut, da kommen wir auch noch gleich hin. Und von da hier reinzugucken, das war schon wirklich, es ist so ein Aha-Moment. Was ich auch faszinierend finde, ist diese Kokerei oder diese Kokshalle, was auch immer, so Segmente hat, die man scheinbar aufklappen konnte. Ne? Das ist irgendwie so relativ hohe, bestimmt 10 Meter hoch oder 7 Meter hohe Metalllamellen, die man irgendwie
so einen halben, ja, es halben Meter halt nicht, Schnitter breit. Es wirkt halt nicht, als wenn es früher starr gewesen wäre unterbrochen. Es wirkt halt so, als wenn da wohl ziemlich viel Bewegung mal drin war. Genau. Wahrscheinlich konnte man das wirklich segmentweise aufklappen, um irgendwas rauszugießen und dann woanders hin zu transportieren. Wie auch immer das jetzt im Detail. Ich meine, hier vorne ist es ja auch tatsächlich offen. Ja. Fängt einfach so an. Für mich jetzt nicht ganz nachvollziehbar, wie es funktioniert hat. Das ist auf jeden Fall ein Beweis dafür, dass Rost schön sein kann. Wir hatten es ja in der Bonn-Folge mit unseren rostigen Kunstinstallationen, die da auf dem Kreisverkehr standen. Das ist irgendwie noch was anderes als das hier. Darf man hier rein? Eine schöne alte Kette. Nicht verboten. Rost. Rost im Überfluss. Man entdeckt aber so Elemente, die wirklich vielleicht erst 1980 hier eingebaut wurden, wo man halt auch merkt, dass es nicht so lange stillgelegt ist, weil diese Türme hier wirken relativ modern im Vergleich zum Rest. Das gibt es nochmal so ein... Ja, wobei auch das gesamte Hauptgebäude eigentlich einfach, wie gesagt, von der Architektur, was wir gerade schon hatten, auch einfach unglaublich modern aussieht, wenn man bedenkt, wann es gebaut worden ist. Macht das hier schon optisch wirklich einiges her. Sieht fast an wie so ein Vorgriff auf so einen simplifizierten Bauhausstil, der eigentlich erst im nächsten Jahr aufgekommen ist. Richtig, richtig. Alles weglassen, was du nicht brauchst und trotzdem irgendwie mit klaren, wiederkehrenden Formen zu arbeiten. Mir riecht es auch noch so ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, hier riecht es auch schon ein bisschen nach, ich weiß nicht, Metall und Holz und alles zusammen. Irgendjemand ist umgekippt. Ah, da fährt hier ein Krankenwagen rum. Oh. Hier waren wir gar nicht. Nee, das ist neu. Also neu ist das bestimmt. Aber ich weiß, wie du es gemeint hast. Er ist neu vor kurzem fertiggestellt worden. Das ist wunderschön. Den kann man jetzt relativ hast du einen Auftrag gegeben? War beim Bauen schon. Also muss ich mal ein bisschen beschreiben für die Hörer. Wir laufen jetzt quasi in so einem, fast schon wie so ein Chemiewerk, dieses typische Gestänge, in das Rohre eingehängt sind, neben dem große Tanks stehen und auch verschiedene Farben in Rohren noch zu erkennen sind. Wäre das eine moderne Anlage, wäre es der Filter. Genau, Regelventile sind hier zu sehen. Im Boden sind auch noch Löcher, in die ich jetzt nicht reinfalle. Und es riecht sehr, sehr schön und interessant. Eine Abwandlung von U-Bahn. So ein bisschen schon die Richtung, ne? Ich muss ja gestehen, dass ich totaler Fan von Modern- und Muff-Gerüchen bin. Also, wenn sie auf die richtige Art Modern- und Muffen. Auch so aus die Dachböden oder Kellerräume oder auch frisch gebaute Gebäude. Ja, total bei dir. Ist geil, ist total gut. Ja. Das Glühbirne ist rein. Eine Glühbirne-Testanlage. Ich glaube, wir sprechen gerade alle auch deswegen nicht so viel, weil wir gerade echt alle so ein bisschen überwältigt sind. Ja. Ja, das ist einfach nur geil. Entschuldigung. Auch da hinten habe ich irgendwo diese Rohransammlung gesehen. Genau, hier vorne kommt sie gleich. Ich finde halt immer wieder diese Vorstellung faszinierend. Wir laufen hier auf Gebiet, wo wirklich vor 50 Jahren massiv gearbeitet worden ist, wo den ganzen Tag alles hier unter Strom stand und Maschinen liefen, Leute rumherliefen. Und jetzt spazierst du halt hier durch und hier ist alles still. Ich frage mich immer, ob den Leuten damals das auch als schön vorgekommen ist oder einfach komplett normal. Ich glaube, das war einfach Arbeitsplatz. Ja. Das bestimmt cool. Hast du auch mal welche dabei gehabt, die es spannend und interessant fanden, aber ich glaube, für den Großteil war es einfach ein Arbeitsplatz. Ist auch vielleicht ein Ausdruck dessen, was man als schön empfindet, was sich da verändert hat. Das ist richtig. Meine Industriekultur schick kann es einfach nicht gegeben haben, 1850, weil so nicht da. Nee, ich glaube, mit dem Hintergedanken im Kopf hat auch keiner sowas gebaut. Aua. So Rohrensystem und so, dass es immer mal schick aussieht, wenn es zugerostet ist. Das ist toll hier. Also man sieht so ein Dingens aus ein Flechtwerk aus Rohren mit vier Ventilen. Vertikalen Rohren, in die von denen so nach rechts raus immer ein geknicktes Rohr abgeht und dann in so einen Tank irgendwie reinführt und das ist alles vertikal angeordnet und das ist was die Farben wir? Sind einfach schön. Also da, auch wenn das jetzt bekloppt klingt, irgendwie verrostete Metallteile als schöne Farben zu bezeichnen, aber das Grün hier macht auch einiges dazu aus. Ne? Also der Kontrast zwischen, ja, zwischen Natur und Industrie. Ja. Du hast halt den von Mensch gebauten Stahlkolosse hier stehen. Und alles ist aber irgendwie von Grünzeug zugewuchert. Gesundheit. Ja, danke. Bist du allergisch gegen Industriekultur? Nein, aber das, was hier wächst. Ach so. Was ist denn das überhaupt? Irgendwas, was hier wächst. Kann auch von nebenan her wehen. Ja, wir wiederholen das eigentlich in jeder Folge. Schaut euch die Fotos an.
entweder in diesem Moment auf eurem Podcatcher, wenn der das unterstützt, oder die Fotogalerie bei uns im Blog. Denn da gibt es noch viel mehr zu sehen, als wir hier jemals beschreiben können. Es ist echt beeindruckend, es ist wunderschön. Ja, wenn man ein Auge für Details hat, also allein, wenn man hier irgendwie auch Rosttexturen sucht, viel Spaß. Es riecht auch interessant gerade. Also egal, wo man hier seinen Blick echt hinschweifen lässt, es ist alles irgendwie fantastisch. Man will alles irgendwie angucken, Details sehen, anfassen. Paul Hützen, Farben Dr. Schumacher, entrostet Samstag 2,5. Erster Grund, Garantie bis 11,85 übrigens. Oh. Was auch nicht so lange her ist, habe ich schon gelebt. Also Farbgarantie, mittlerweile abgelaufen. 11,82 bis 11,85. Aber auch noch halt, ne, schön von Hand mit diesen Stencil-Schablonen für Buchstaben und dann mit Spray irgendwie auf den Träger drauf gesprüht. So heißen die. Aber die sind schön, ja. Ja, Stencil-Buchstaben in der Typografie zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie keine Umschließungen haben. Ja. Damit man halt Schablonen benutzen kann. Na, das kennt man, wenn man diese kleinen Buchstaben oder diese Gruppen oft meistens Großbuchstaben halt hat, die so Linien drin haben und so Unterbrechungen, sodass das M dann eigentlich aus einzelnen Strichen besteht oder so ein O aus zwei Halbkreisen besteht. Na, das ist halt dafür da, dass, weil damit diese Sachen aufgehangen werden können quasi, also der Negativ des Buchstabes. Weil wenn ich das O durchziehen würde als zwei Kreise, dann würde der Mittelteil ja aus einer Schablone rausfallen. Und deswegen nennt man die halt Stencil-Buchstaben. Für die, die sich das noch nicht vorstellen konnten und kein Bild hatten, das sind so ein bisschen die Indiana Jones Holzkarton eingepackt, Buchstaben, wo dann groß draufsteht, Secret oder was steht drauf, Achtung, nee. Aber das war doch eigentlich immer diese, wie heißt die nochmal, diese klassische Schrift aus Comic Sans. Genau, hätten wir das auch geklärt. Aber auch so Holzkartons, Verpackung wird so im Dritten Reich wurden Holzkisten mit Comic Sans beschriftet. Da kommt sie ursprünglich her. Ja. Auch wieder eine Erfindung der Nazis. Weil der Führer fand die witzig. Es war auch die Führerschrift. Hier sieht man wurde auch lange Zeit unter Verschluss gehalten. Wenn sich hier so ein Metall, ja? Wenn sich hier so eine Metallmanschette irgendwie löst, wie dann so die einzelnen Rostschichten darunter sich so wie so ein Buch auffächern. Das ist schon. Ach du, geil. Das sieht schon echt cool aus. Ein interessantes Detail. Ja, Rost ist ein mächtiges Werkzeug. Aber so. Hier sind auch einige Stolperfallen. Also wenn man hier so über diese Schlingpflanzen geht, die hier über dem Boden liegen und dabei sein Köpfchen nach oben neigt. Es wirkt übrigens auch von hier so, als ob wir hier nicht rein dürfen. Boah, das ist ja geil. Alter, das ist monumental, echt. Man möchte die Autos nicht im Bild haben. Wundervoll. Also wir sehen jetzt nochmal so. Was sind das? Tanks sind das nicht, ne? Da setzt jetzt auch jegliche Beschreibungsfähigkeit aus, die ich habe. Schön ist, dass die so Lamellen haben, wo auch Zahlen nochmal drin stehen, die irgendwie Stockwerke Höhe ausdrücken. Aber warum ist hier, wo wir laufen, also der Zaun, aber da laufen auch Leute auf der anderen Seite vom Zaun rum, obwohl es wir sind auf der falschen Seite des Zauns. Ja, aber hier war doch die Freigabe, da konntest du doch durch. Hilfe! Lass raus bitte hier. Hallo! Arme Podcaster wollen raus! Man könnte ein Schild dranhängen, Podcaster. Nicht füttern. Kommen wir da an der Seite raus? Ich fürchte, wir müssen zurück. Dann ist alles stabil verdrahtet. Aber rundherum, glaube ich, oder? Ja. Sind wir gefangen? Ja, müssen wir raus. Sind gefangen, ja. Hast du einen Kabelschneider dabei? Nee. Hilfe! Und das hier? Ja, natürlich war das Gelände auch im Zweiten Weltkrieg Ziel der amerikanischen Angriffe. Daher wurde auch eine Flak installiert. Später dann verwendet als Feuerwehrspritze, mit der man wahrscheinlich auch in größerer Entfernung hier Löschaktionen vornehmen konnte. Das ist die sogenannte Schnitzelbach-Haubitze 54B Mark II, die im In der neuen Ausführung. In der neuen Ausführung, natürlich. In Schweinchenrosa, Spezialausführung, Special Edition, Spätherbst 1948. Sollte in der Ardennenoffensive zum Einsatz kommen, hat man aber dann keine Lust gehabt, weil das Rosa war denen zu peinlich. Wie genau ist eure Brennnesselstrategie? Habe ich mich auch gerade gefragt, vielleicht sollten wir mal hier durch.
Bei mir ist die lange Hose, bei euch leider nicht. Nein. Ich wollte es gerade ansprechen, der Cornelis ist ja ziemlich sicher mit seiner langen Hose. Das habe ich gestern bei gefühlten 32 Grad Lufttemperatur. Ja. Dass du diesen Abhang mit Brennnesseln runter wolltest. Tatsächlich eine Aversion gegen kurze Hosen, ich weiß nicht warum. 45 Grad. Du willst einfach Frau mit deinen sexy Beinhormonen nicht überfordern, deswegen nicht so lange Hose. Ja, dann müssen wir dann ein Stück zurück. Mhm. Und das ist auch beim zweiten Mal noch beeindruckend. Ich glaube wirklich, dass man hier nicht rein darf, weil da drüben zum Beispiel diese ganzen Leitern hier sind nicht abgesperrt. Also wahrscheinlich ist es reiner Zufall, dass da vorne jemand das Tor aufgelassen hat. Danke! Glück für uns, genau. Günni, wenn du das hörst, danke. Weil auch da könnte man reinkriechen. Ja. Ich seh das Kind schon schreiend im Loch verschwinden. Kondensatpumpe, Schalter, geil. Ja. Fundstücke. Braucht jemand ein Metalldingsi? Nein. Kannst du als Auto anbringen, ne? Als Flaschenhalter. Oh, gute Idee. Bring ich heute Abend der Tankstelle zurück, die uns eben diesen formschönen Plastikhalter. Oh, guck mal hier. Mit den Worten, ich weiß nicht, wie man das anbringt, aber Sie können gerne einen haben. Haben Sie das gesagt? Ja. Toll. Ist ganz ehrlich, ich konnte es hier nicht abschlagen. Das ist auch zu? Das ist auch zu. Ganz den Umweg zurück. Ich hatte vor ein paar Wochen, war ich mit einem Timo von den Kastronauten unterwegs in Düsseldorf, in einer stillgelegten oder einer verlassenen VA. Und da habe ich auch aufgenommen. Und das war auch so eine Folge, wo du einfach wirklich rumläufst und gar nicht so viel redest. Ja. Weil du einfach viel zu erstaunt von allem bist und viel zu sehr geflasht bist, als dass du irgendwie noch das in Worte fassen könntest. Das habe ich auch sehr interessiert gehört. Kommt man da noch irgendwie rein? Muss man jetzt hier nicht reinschneiden, aber... Da gab es wohl zwei Wochen später, nachdem wir da waren, gab es da wohl einen Brand. Oh. Ich weiß nicht, inwieweit man da jetzt noch eine Chance hat, ob das wirklich zugemacht worden ist oder nicht. Das ist ja kein Geheimnis. Da gab es halt eine Mauer von der anderen Seite, die war durchbrochen, da kamst du halt durch. Und an einem gewissen Eingang gab es eine Gittertür, wo zwei Stäbe rausgeflext waren. Da kam man dann auch durch, wenn man nicht gerade 120 Kilo gewogen hat. Aber keine Ahnung, da jetzt das aber mal wieder gebrannt hat, vielleicht ist das Ding jetzt auch komplett abgesperrt, weiß ich nicht. Aber das war auch ein sehr, sehr spannender Nachmittag. Da müsste ja eigentlich, weil streng genommen ist ja sonst das Land als Besitzer des Geländes haftbar für etwaige, so ist es ja so. Bekloppt ist es ja. Oder die Kinder des Landes, weil Eltern haften für ihre Kinder. Stimmt. Also die Kinder des Landes, das sind ja quasi wieder wir. Dreht sich mal im Kreis. Am Ende bist du mal der Arsch. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn man sowas reingehen kann, man vorher einfach da schreibt, hey, ich bin verantwortlich für alles selber, fertig, egal. Ja, dann müsstest du so eine Liste hängen und sagen so, hier, genau. Ich gehe jetzt rein und auf eigene Gefahr und ist egal. Ich hefte meinen Personalausweis draußen an die Fenster. Dann weiß man auch, wer drin ist und wenn abends noch Ausweise hängen, weiß man, die kommen nicht wieder. Dann weiß man, man kann mal einen Brand legen. Und die einfach streichen aus dem Melderegister. Der rechts hier finde ich auch sehr schön, diese Kühltürme, die... Ich weiß nicht, ob die jemals behangen waren. Die Skelette der Kühltür. Genau. Und ein Gasometer. Ja. Hier kann man es nochmal sehen, dass da auch wirklich eine Anzeige, eine große Anzeige dran war. Wir hatten mal bei der Folge über Phoenix West vor auch einem Jahr oder zwei über ein Gasometer längere Zeit gesprochen, wie das eigentlich funktioniert. Kann man da auch ganz gut nachhören. Im Prinzip ist es ein großer Ball, glaube ich, der dann mit dem Gas letztlich gefüllt ist. Und je mehr Gas drin ist, desto höher steht dieser zylindrische Balk und desto höher ist der Gasstand, der auch durch diese Anzeige weithin sichtbar dargestellt wird. Und was hatte die Bevölkerung davon? Hat die gefeiert, wenn er voll war? Ich weiß nicht, ich habe da auch irgendwie Hinweise gefunden, dass bei den größeren Gasometern mit der richtig großen Anzeige, also Oberhausen, ist ja bestimmt so 40 Meter hoch oder irgendwie sowas. Ja, ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Dass man also auch von weithin das Volk TM sehen konnte, noch genug Gas da, es wird nicht kalt diesen Winter. Okay. Das hier war wahrscheinlich eher für das Werk. Ansonsten haben die ihre Mistgabeln genommen, die Fackeln angezündet und Looney-mäßig unterwegs, oder? Weiß nicht. Oder einfach ihre Decken rausgeholt. Das Gasometer ist übrigens 117 Meter hoch. So gut bin ich im Schätzen von Höhen. Ich hätte jetzt 80 geschätzt. Stillgelegt. Weil vor dem Bonn-Tower, vor dem wir gestern standen, der war 135 hoch. Ja, das ist... Ich habe mal Bond-Tower. Mr. Die Bond-Folge. Starten Sie den viel zu langsamen Eintauchmechanismus. Vielleicht hier links nochmal, was ich sehr, sehr schön finde. Natürlich ergibt sich durch die Physik dessen, was hier gebaut ist, auch eine gewisse logische Struktur. Rohre haben bestimmte Winkel, die sie einhalten müssen, fügen sich nebeneinander und bilden dadurch einfach so eine Form von Industriekunst, Rohrkunst. Aber das ist schönere Kunst als die Kunst, die als Kunst erschaffen wird.
Ja. Manchmal. Ich will jetzt nicht immer gegen... Meine Meinung zur Kunst kann man ja auch in einer anderen Folge nachhören. Ich weiß nicht mehr welche, aber ich glaube, das war unsere Rolandseck. Genau. Bad Honnef. Gar nicht so lange her. Kunst, Kurzform, ich finde Kunst in Ordnung, aber sie soll mich in Ruhe lassen. Aber diese Form von Kunst hat einfach eine gewisse Logik. Ja, das muss halt so gebaut werden. Das ist ja auch keine es Kunst. Ist nach, es ist nach Regeln gebaut. Ne? Sondern es ist Design. Die Regeln der Kunst quasi. Ja. Nach allen Regeln der Kunst. Wir reden hier von Design, weil Design entspricht ja der, stimmt, es ist Design, der, ja. dem Grundsatz, alles wegzulassen, was unnötig ist. Und deswegen gibt es auch, also Industriedesign ist quasi die Königsklasse davon, weil da sprechen wir ja von einem kommerziellen Hintergedanken von Design. Und natürlich willst du keine unsinnigen Knicke in deinen Rohren haben, weil A ist das wartungsintensiv und B kostet es mehr Geld. Du sagst, Design geht immer davon aus, dass man Unnötiges weglässt, bei jeder Art von Design? Natürlich nicht, wenn du in Aldi gehst und du dort eine Designerlampe kaufst. Ne? Also eben, es gibt also, halt auch noch es gibt dieses ja Design verbrannte... Design und Design. Also genau. Es gibt halt dieses verbrannte Design, was diese Designermöbel, Designer irgendwas... Design bricht halt sehr schnell in Kunst ein, wenn nämlich der Stuhl besonders designt ist. Richtig. Ne? Aber die ursprüngliche Bedeutung von Design bedeutet eigentlich, dass du alles weglässt, was überflüssig ist. Und so dann eben etwas erschaffst, was möglichst effektiv ist. Die ursprüngliche Bedeutung von Design ist eigentlich von dem Ruhrpott-Wort dem Sein abgeleitet, was heißt, es gehört ihm, dem Sein. Aha, sehr gut. Da bam, hier auf den Gullideckel steht bam. War hier letztes Mal diese Lichtinstallation drin? Ja, hier war das letzte Mal irgendeine Kunstinstallation drin. Und als wir reingehen wollten, sagte man uns, nein, das kostet Geld. Das Red Dot Design Museum ist übrigens auch hier angesiedelt. Und wir als die armen Podcaster konnten uns das nicht leisten, da reinzugehen. Deswegen an dieser Stelle können wir ja mal wieder dazu aufrufen, wenn ihr ein paar Euro übrig habt, dann spendet sie uns doch. Genau. Dann können wir nämlich weiter Sprit verbrennen und schöne Orte aufsuchen. Da hinten gibt es übrigens riesige Turbinen, die ich mir gerne mal aus der Nähe ansehen würde, aber da kommt man leider nicht hin. Wir haben denn demnächst hoffentlich auch wieder einen PayPal-Button auf der Seite, hat mir Cornelis gestern versprochen. Habt ihr noch keinen? Wir hatten mal einen und irgendwie ist der verloren gegangen. Ich habe heute geguckt und dann war der nicht mehr da. Na gut, sowas kommt ja auch mal weg, ne? Falsche Schublade und dann denkst du, der lag doch zwischen den Stiften. Nein, der ist halt auch nicht groß. Und wenn der in die Sofaritze, glaubst gar nicht wie. Cornelis, wo ist denn der PayPal-Button? Da, wo du ihn zuletzt hingelegt hast. Diese PayPal-Buttons, da stehen Menschen drin. Das ist, glaube ich, die gleiche Ausstellung, sie kostet immer noch 4 Euro. Palace of Projects, Freitag bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr. Kunstrallye. Das Wort Rallye ist auch so ein Wort, das ziemlich verbrannt ist und ziemlich oft in unterschiedlichen Konnotationen eingesetzt wird. Hier ist Rallye? Die Salzverladung. Rallye räumt den Magen auf. Rallye kommt was? Rallye räumt den Magen auf. Rallye räumt den Magen auf. Ja. Und Oldtimer-Rallyes, das ist dann eben für die etwas ältere betagten Menschen, die dann schon ein bisschen mehr brauchen, um ihre Flatulenz zu bändigen. Die Flatulenz und wenn die immer ihr Essen hochwürgen. Er kommt vom Thema der Folge ab, glaube ich. Wiederkäuer. Okay, gut. Willkommen zur Mitte unserer schönen Folge. Ja gut, wir müssen auch gerade irgendwie überbrücken, weil wir werden ja hier baustellenbedingt um die ganze Geschichte herumgeschickt. Aber ich glaube, jetzt können wir hier mal abkürzen. Genau, wir können da vorne hin und dann wird es gleich wieder schön. Also nicht, dass es hier nicht auch schön wäre. Guck mal, das Ding, wo wir eben vorgestanden haben, sah von Namen gar nicht. Nee, oder? Doch, das geht. Nee, jetzt machen wir, glaube ich, einen Denkfehler, oder? Müssen wir nicht noch eins weiter? Nee, doch nicht. Das ist der Parkplatz. Ich behaupte das Gegenteil. Nee, letztes Jahr kamen wir auch hier raus. Wir sind letztes Mal andersrum gelaufen. Also auch hier diese Rohrkonstruktion zwischen diesen mehreren Boilern, die hier irgendwie stehen, das ist ja... Ja. Dass da jemand durchblickt, wobei das sind jetzt größtenteils irgendwie einfach nur Verstrebungen. Das sind nicht alles Rohre, ich übertreibe, aber ich finde es faszinierend, dass man durch sowas durchblicken konnte. Allein diejenigen, die sowas geplant und entwickelt und gebaut haben. Und es ging, glaube ich, teilweise relativ schnell, ne, das zu bauen. Ich glaube, um sowas zu entwickeln, so wie die Rohre laufen, was wo durchfließt, da bist du ja wieder ein totales Genie und dann komplett wahnsinniger, eins von beiden. Also das ist doch logisch, man muss das genauso bauen. Ich mache das mal kurz auf, Stunde fehlt, später ist der Plan fertig. Genau. Auf den Bierdeckel gemalt. Da noch ein Knick. Hier noch eine Öse zum Dranhängen. Und dann ganz zum Schluss noch eine Bluetooth-Schnittstelle für die Kopfhörer. Hier noch eine Öse, da noch so ein Gelöt und da noch so ein Gebomsel. Wir müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Anforderungskontakt, bitte vorfahren und klingeln. Anforderungskontakt, das ist auch ein schönes Wort. Ach, Deutsch, ja. So wie Speiseadapter. Neudeutsch verflirten. Mhm. Entschuldigen Sie, darf ich Sie um einen Anforderungskontakt bitten? Aber gerne doch. Hier ist auch Wasser.
So, wir sind jetzt wieder an dem relativ langen... Wasserspiegelfläche. Genau. Also an dieser... Ach so, der hintere Teil ist dann doch noch. Okay, da wird vielleicht auch darauf geachtet, dass der immer vorhanden bleibt. Ja. Das würde natürlich Sinn ergeben. Also wir sind jetzt an dieser... diesen Doppelschienen, die Kräne und die diese Apparaturen führen, die an der langen Halle entlangfahren. Und zurück zum Ausgangspunkt ist auch Wasser drin. Das gucken wir uns mal an, das ist sehr schön. Wir hören schon leise Musik im Hintergrund. Da ist nämlich dieses Kokerei-Café. Ja. Also ich ein ganz dezente Jazzklänge, genau, schlagen uns entgegen. Da haben wir auf jeden Fall, also ich fand die Atmosphäre das letzte Mal, als wir da drin waren, sehr, sehr nett, weil es da so ein bisschen schattig ist und man blickt halt auf diese Spiegelfläche drauf. Und das ist schon ein sehr, sehr einzigartiger Blick irgendwie. Aber ich finde dieses Riesenrad immer noch sehr skurril, weil das halt auch verrostet ist. Ja. Also ist das jetzt wirklich in Betrieb? Ich muss das mal... Ich glaube, füllt ihr mal den Vielleicht wurde den das Raum ja genutzt, um den Bergleuten in ihrer Mittagspause eine Gelegenheit zu geben, mal abzuschalten, runterzukommen und raufzufahren. Ich mein, direkt daneben ist auch das Werkschwimmbad. Das ist definitiv alt. Auch das dient genau den Zwecken, die du gerade gesagt hast. Was ich schon richtig skurril finde, ist, dass es halt ein Schwimmbad in dieser ganzen Anlage gibt. Kann man auch noch mal betonen. Ich hätte es auch gerne mit reingenommen heute, aber es ist dieses Jahr leider komplett wegen Sanierung geschlossen. Ja, richtig. Es gibt also obendrauf auf dieser Halle, die links neben uns ist, oder ein Anbau dazu, also nicht weit von hier, ein kleines süßes Schwimmbad. Und dieses Bild von diesem blauen Wasser, in dem ansonsten braunen oder Pflanzen drumherum grünen, dieser Farbwelt finde ich total großartig. Allein schon die Vorstellung, im Sommer hier hinzufahren, um schwimmen zu gehen. Ja. Upsa. Das macht alles kaputt hier. Nein, ich wollte Geräusche. Wenn ihr nächstes Mal hier hinkommt, hier ist geschlossen. Wisst ihr warum? Der Cornelis hat das Weltkulturerbe kaputt gemacht. Geschlossen, weil Sven nicht mehr Weltkulturerbe. Bergtag muss ich Verantwortung tragen, Vorbild sein, alles heile machen. Ne? Was ja keiner weiß, ich bin ja auch Weltkulturerbe. Du bist auch Weltkulturerbe? Ich bin auch Weltkulturerbe. Warum wurdest du ausgewählt? Kann ich mal ein Zertifikat sehen? Ich bin einzigartig. Hier ist schon wieder ein Zaun, Freunde. Das Ding heißt Sonnenrad. Also gemeint ist das Riesenrad, worüber das wir schon ein bisschen gerätselt haben. Ja, und? Was ist damit los? Das Sonnenrad auf der Kokerei bietet Ihnen nicht nur schöne Aussichten, sondern auch ungewohnte Einblicke in das Innenleben des Welterbes. Ich sage, das Wort kommt heute noch mal öfter vor. Seit 1999 dreht sich das Sonnenrad auf der schwarzen Seite der Kokerei mit seinen 14 Gondeln an Samstagen und Sonntagen zwischen Mai und Oktober. Das ist das vorhanden. Genau. Warum dreht es sich nicht? Warum dreht es sich nicht? So. Das sah ja auch schon aus. Wer eine Fahrt wagt, wird mit tiefen Einblicken das Herzstück der Kokerei sowie einem einmaligen Ausblick über das Welterbe Zollverein und die Stadt Essen belohnt. Kriegt man eine Fahrt auf Anforderung? Ich habe keine Ahnung. Das fände ich nämlich gar nicht so ganz schlecht, da mal einmal rumzufahren. Kostet bestimmt 19 Euro pro Fuß. Möglich. Plus Versicherung. Du musst das ist folgendermaßen. Du musst einen Pfand angeben. Das ist ein Patenschaftssystem. Du musst für mehrere Minuten die Patenschaft über dieses gesamte Gelände übernehmen. Das kostet 1 Million Euro. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir dann zum Café gehen und vielleicht dann auch da einen Schluss sprechen, weil wir sind jetzt bei irgendwie 1,5 Stunden Aufnahme. Wenn du die stillen Stellen rausschneidest, kommen wir auf 20 Minuten. Oder wollt ihr noch mehr? Dann solltest du immer, du hast ja Bilder dabei. Ja. Immer dann, wenn wir nicht sprechen, einfach von uns so ein Foto, wo wir alle drei unfassbar erstaunt gucken und einfach nur drunter schreiben, erstaunt. Moment, warte mal kurz. Es lohnt sich hier Content zu sprechen, den wir reinnehmen, damit die Musik mehr lauter wird. Oder nicht zu sprechen. Also, ich kann nur sagen, wir müssen gerade mal aus dem Meta raus. Wir müssen was? Aus dem Meta raus. Wir müssen aus dem Meta raus. Damit die Musik reinnehmen können, sonst ist die ja weg. Du meinst, dass die Musik unser Abspann ist quasi? Nee, aber wenn wir jetzt Dinge sprechen, die ich rausschneide, ist das, was wir hören, leider nicht Teil der Folge. Und dieses Herannahen der Musik war nicht ganz schön. Wie machst du das dann überhaupt am Rausschneiden? Mit der Musik im Hintergrund? Da bin ich mal gespannt. Da wird dein ganzes technisches Können gefordert. Ich versuche es halt so zu bauen, dass es sich eine logische Geschichte ergibt. Und wenn es dann eine Stufe lauter wird, ist das die Stimme, sollte bloß nicht plötzlich da sein. Okay. Wir könnten jetzt einfach nochmal hier langlaufen und irgendwas Sinnvolles erzählen. Irgendwas Sinnvolles? Ja. Gab es noch was zum Riesenrad? Nee, das ist irgendwie hier überhaupt nicht rauszufinden, warum dieses Riesenrad jetzt gerade nicht fährt, weil die Seite ist auch extrem übersichtlich. Insofern wissen wir es nicht und wir könnten natürlich jetzt einfach mal Richtung Riesenrad-Startseite. Also bei der damaligen Führung, die ich hier mitgemacht habe, wurde uns erzählt, was ich sehr interessant finde, aufgrund der Tatsache, dass die ganzen Schächte ja stillgelegt worden sind, aber alle noch vorhanden sind. Die fallen ja auch teilweise in sich zusammen, deswegen gibt es im Ruhrgebiet immer wieder auch mal Erdbeben, weil einfach Schächte in sich zusammensacken. Und
aufgrund der Tatsache, dass diese Schächte da sind und auch durch das Rausgraben, gibt es ja überall noch ganz viel Grundwasser. Und das Grundwasser würde, wenn die RAG das nicht ständig abpumpen würde, das ganze Ruhrgebiet überfluten. Das heißt, diese Grundwasserpumpsysteme müssen quasi bis in alle Ewigkeiten weiterlaufen. Sehr schön. Mit einem Café, Achtung, Sprengstoffe, unbefugten, ist der Eintritt verboten. Wie ihr anhand der Akustik sicherlich bemerkt habt, haben wir uns dem Café genähert. Ja, und hier ist halt diese wunderschöne Wasserfläche. Foto gehen. Fotogen zu erfassen. Lauwarm. Okay. Und ich würde sagen, Schwimmtemperatur. Tja, kein Alphorn. Kein Alphorn, dafür ein wunderbares Saxophon. Ja. Genau, letztes Mal war diese UNESCO-Veranstaltung hier. Haben wir die überhaupt jetzt gesehen? Irgendwie nicht so. Übrigens hier links das Werkschwimmbad noch schnell. Das sind wirklich eher so einfach. Da oben drauf ist das. Ja, und das ist von hier aus sieht es aus, als wäre einfach ein Container hier abgestellt und drumherum so eine Holzbrüstung gesetzt. Da hier so einfach. Ich muss mich auf jeden Fall mal hinsetzen. Ja. Ich bin 35. Ich kann nicht mehr 2 Stunden am Stück laufen. Irgendwann ist mal vorbei. Ich bin auch 35 und ich kann das noch. Ach, da siehst du aber gar nicht. Was soll ich erst sagen? Ich bin bei 39. Das glaubt ihm kein Wort. Der ist mindestens 50, das sagt er mir. Das wäre noch mehr ein Grund, sich hinzusetzen eigentlich. Nein, ab 50 geht es wieder besser, weißt du doch. Ach so, ab 50 kann man wieder stehen. Wie dem auch sei, das hat Spaß gemacht. Ja, durchaus. Genau. Das war schön, lass uns hier nie wieder hingehen. Nein, lass uns hier für immer bleiben. Das ist also mein, man kann es halt gar nicht so richtig aufsaugen und mitnehmen. Nein, richtig, ja. Das ist immer das Traurige bei so dreidimensionalen, hochkomplexen, also manchmal ist es bei Landschaft so, aber auch bei solchen Gebäuden, dass ich denke, ja, ich möchte es mitnehmen, ich kann es aber nicht. Die Fotos bilden davon nur einen kleinen Teil ab. Das Erleben, die Atmosphäre, den Geruch, die Räumlichkeit kriegt man einfach nur vor Ort. Und deswegen, unser Tipp, kommt hier vorbei. Definitiv, auf jeden Fall. Also kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen, weil das ganze Erzählen, was hier mal war und wie das funktioniert hat und wann was gegründet worden ist, ist eigentlich alles total uninteressant, wenn man wirklich mal hier ist und sich das wirklich mal anguckt. Man muss es wirklich mal gesehen haben. Der Podcast ist eigentlich nur Werbung für den Ort und abbilden kann er ihn nicht. Nee. Also selbst die Fotos sind, also räumliche Tiefe ist besonders bei diesem Blick über diese Wasserspiegelfläche, die wir eben hatten, echt was, das muss man einfach gesehen haben. Das ist, glaube ich, wirklich ein einzigartiger Blick, den auch so wahrscheinlich kein anderer, nicht mal innerhalb des Kulturerbes der Industriekultur des Rheinlandes irgendwie bieten kann. Das ist schon immer wieder großartig. Besonders diese hintere Kokereiteil ist einfach großartig. Ja. Lange ist, glaube ich, auch gewählt als eine von unter den Top 10 Sehenswürdigkeiten Nordrhein-Westfalen. Für mich sogar noch weiter vorn. Ich wüsste nicht, was das schlägt. Es gibt auch viele andere tolle Sachen, so ist ja nicht. Aber absolut. Also es gibt auch in Duisburg den Landschaftspark, der auch eine ähnliche Architektur aufweist, der auch sehr interessant ist. Das Gasometer ist auch eine tolle Sache, auch ein toller Ausflugsort. Aber also Zollverein ist wirklich schon, auch finde ich, auch ganz, ganz weit vorne. Ja. Also da kommt so schnell nichts dran. Wir sagen an dieser Stelle danke fürs Zuhören und danke an unseren Gast Jochen fürs Mitkommen und Zeigen. Und vielen, vielen Dank. Ja, ich weiß, mein Anteil war gering. Das stimmt überhaupt nicht. Ich finde, das war eine sehr schöne Ergänzung. Aber ich glaube, wir haben uns ganz gut gedrittelt. Jetzt haben wir uns genug Honig um den Bart geschmiert. Nie wieder mit dem, oder? Das ist furchtbar, erst mal ehrlich. Also nicht öfter als alle 2 Jahre. Ich muss auch noch eine Maschine Wäsche rausholen gleich und so. Also ich muss rein los. Ja. Es war schön. Danke in alle Richtungen. Liebe Hörer. Bleibt uns treu. Und heute sage ich mal zuerst Tschüss. Hast du schon gesagt? Jetzt gerade. Ach so. Tschüss. Tschüss.